Ach, nicht diese verrückten Aliens. Da macht sich das wahrscheinlich bezahlt, dass wir das Alien-Muttertier da damals freigelassen haben. Ach, wie schön, dass die noch an uns denken, das ist ja cool. Kontrollieren Sie sie nicht. Wie haben Sie von einer anderen Asari Besitz ergriffen? Man kann doch nicht einfach so den Geist anderer Leute übernehmen. Friede, Shepard. Die Rachni-Königin kontrolliert meine Gedanken nicht. Das war nur eine Nachricht, die ich übermitteln sollte. Ich bin ihr auf einer unerforschten Welt begegnet. Sie hat mein Leben gerettet. Und mehr noch, sie hat ihm einen Sinn gegeben. Sie sind ein erstaunliches Volk, Shepard. Die Galaxie schuldet ihnen viel, weil sie ihnen eine zweite Chance ermöglicht haben. Ach, das ist ja cool. Ja, wie war denn so die Begegnung mit den Rachni? Wie haben Sie die Rachni gefunden? Ich arbeitete als Kurier. Piraten haben mein Schiff überfallen und mich auf einer unerforschten Welt ausgesetzt. Ich war schwer verletzt, allein und dem Tode nah. So haben sie mich gefunden. Sie haben mich gerettet. Cool, und wenn wir das damals getötet hätten, das Viech, dann wäre jetzt wohl die Frau hier gar nicht am Leben, schätze ich mal, oder irgendwie so. Wie kamen sie zurück? Sie haben diese Welt ja offensichtlich wieder verlassen. Haben die Rachni ihnen ein Schiff gegeben? Nein, zahllose Arbeiterinnen haben mein Schiff repariert. Es läuft jetzt besser als vorher. Irgendwie erinnern sie mich an die Keeper auf der Citadel. Alle arbeiten zusammen und jeder hat eine Aufgabe. Aha, und die Piraten? Was wurde aus den Piraten, die sie angegriffen haben? Sie wurden vernichtet, wie sie es verdient hatten. Die Rachni sind nicht aggressiv, aber sie tun, was sie tun müssen. Cool. Und was ist jetzt ihr Lebenssinn? Sie sagten, die Königin hätte ihrem Leben einen Sinn gegeben. Was meinen Sie damit? Die Königin hat während meiner Heilung ihr Lied mit mir geteilt. Ich habe die Rachni so gesehen, wie es nur eine Asari kann. Sie sind wunderschön und sehr verletzlich. Sie brauchten jemanden, der Dinge für sie kauft, die sie nicht selbst herstellen können. Jemanden, der Teil des Systems ist. Einen Agenten, wenn sie so wollen. Ich helfe ihnen gerne. Mein Leben als Kurier war leer und oberflächlich. Jetzt helfe ich einer großen Spezies beim Wiederaufbau. Das klingt aber zu einfach. War es wirklich so einfach, ihr altes Leben hinter sich zu lassen? Sie haben Bedenken, dass die Königin mich kontrolliert. Ich verstehe das, aber so funktioniert es nicht. Unsere Gedanken waren in perfektem Einklang. Ich sah ihren wunderschönen Geist und ihre Not. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Wenn Suggestion dabei eine Rolle gespielt hat, dann war es ein Nebeneffekt ihrer Bemühungen, mein Leben zu retten. Ich bin glücklich. Aha, und wo sind die Rachni jetzt? Können Sie mir sagen, wo die Rachni sind? Leider nein. Ich verfüge selbst nicht mehr über diese Information. Nach dem Treffen mit der Königin wurde diese Information entfernt. Es tat nicht weh. Und jetzt erinnere ich mich einfach nicht mehr daran. Es wird mir wieder einfallen, wenn es erforderlich ist. Und ihre Vorsicht ist ja auch verständlich. Die Galaxie ist noch nicht bereit für die Rückkehr der Rachni. Ach, sag bloß, die Rachni haben irgendwann mal was mit Mass Effect 3 dann zu tun. Oder ganz am Ende, wir haben ganz am Anfang IMF das Leben gerettet und ganz am Ende helfen sie uns anscheinend noch. Das wäre ja richtig, richtig überraschend. Was hat die Nachricht eigentlich zu bedeuten? Ich habe verstanden, dass sie dankbar ist. Aber was bedeutet der Rest der Nachricht? Dass der erste Rachni-Krieg ein Fehler war. Etwas brachte die Stimmen ihres Volkes zum Verklingen. In der Psychologie der Rachni bedeutet das wohl so etwas wie Gedankenkontrolle. Es lässt sich nicht wirklich übersetzen. Jedenfalls glaubt sie, dass sie diejenigen bekämpfen, die das getan haben, und verspricht ihnen Hilfe. Die meint bestimmt die Reaper.
Sie glaubt, dass die Reaper den Rachni-Krieg ausgelöst haben? Ich bin nicht sicher. Aber sie war überzeugt, dass ihre Vorfahren gegen ihren Willen zu dem Krieg gezwungen wurden. Ihr Volk ist von Natur aus nicht aggressiv. Wenn es in den Krieg gezogen ist, dann nicht aus freien Stücken. Das würde viel erklären. Dann danke für die Nachricht. Danke für diese Information. Es freut mich, dass es meiner Freundin auf Noveria gut geht. Leben Sie wohl, Commander Shepard. Sie werden mich nicht wiedersehen. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es da direkt wirklich weitergeht. Gianna Parasini, das war doch die Sekretärin von Noveria. Auf die hätte ich jetzt geschätzt. Heilige Scheiße. Shepard? Ja, heilige Scheiße. Sie wären tot. Das dachte ich auch gerade. Shepard? Überall hieß es, sie wären tot. Was ist passiert? Nein, halt. Ist vermutlich geheim. Vergessen Sie meine Frage. Sie müssten mich sowieso anlügen. Es ist ein paar Jahre her. Ich bin Gianna Parasini, interne Ermittlungen Noveria. Ja, ich weiß. Sie haben mir geholfen, Administrator Anolais festzunageln. Ach, richtig, so hieß der Salarianer. Gern geschehen. Ich habe Ihnen gerne geholfen. Was ist aus Administrator Anolais geworden? Er hat den einzigen Fehler begangen, den Noveria nicht toleriert. Er wurde erwischt, als er sich ihr Geld eingesteckt hat. Er sitzt jetzt ein paar Jahre in einem Knast für Wirtschaftskriminelle. Viel wichtiger ist aber, dass er in der Branche nie wieder einen Job bekommt. Das ist gut. Setzen Sie sich. Wenn ich mich recht erinnere, schulde ich Ihnen ein Bier. Ach, nicht schon wieder saufen. Kommt bestimmt wieder so ein... Was führt Sie nach Ilium? Ich meine, worüber Sie auch reden können. Ah, bitte kein leuchtend grünes Getränk, davon kriege ich Kopfschmerzen. Ja, ich bekämpfe die Kollektoren. Haben Sie schon mal von den Kollektoren gehört? Sie greifen Kolonien der Menschen an. Ich werde sie aufhalten. Oh Mann, Shepard. Bei mir heißt ein harter Job nur, dass es mehr Papierkram gibt. Aha, bitte nichts Grünes. Hey, hören Sie, mir ist gerade was eingefallen. Ich muss gehen. Wir reden später weiter, ja? Und vergessen Sie nicht, Ihr Bier auszutrinken. Da war doch nie was drin. Verarschen kann ich mich selber. Das Bier untersuchen. Das von Gianna bestellte Bier. Shepard musste weg. Ziel hat mich gesehen. Durfte Tarnung nicht aufgeben. Shepard musste weg, Ziel hat mich gesehen, durfte Tarnung nicht aufgeben. Asari-Händlerin schmuggelt Pläne von Noveria. Können Sie sie dazu überreden, ihnen etwas Besonderes zu zeigen? Ach, guck einer an. Da war eine geheime Botschaft für uns drin. Asari-Händlerin schmuggelt. Die da bestimmt. Willkommen. Sie sehen aus wie jemand, der nur Ausrüstung von höchster Qualität gebrauchen kann. Richtig. Sehen Sie sich ruhig um. In meinem Geschäft gibt es die beste Tech- und Biotik-Ausrüstung auf ganz Ilium. Ich will richtig viel Schotter ausgeben. Ist alles hier so teuer? Ich wollte hier eigentlich jede Menge Credits ausgeben. Wirklich? Ich statte ein Team für eine gefährliche Mission aus. Ich brauche das Beste und bin auch bereit dafür zu zahlen, wenn Sie mir ein wenig entgegenkommen. Nun... Ich könnte Ihnen am Kiosk einen Vorzugspreis einräumen. So, ein kleiner Rabatt. Und wenn besondere Waren reinkommen, können Sie einen Blick drauf werfen. Besondere Ware? Von welchen besonderen Waren sprechen wir? Ach, Sie wissen schon. Baupläne, Entwürfe, nichts Illegales. Aber ich habe nicht für alles davon eine Verkaufslizenz. Ich will die modernste Ware. Haben Sie sonst noch was? Irgendwas, das in Ihrer normalen Verkaufsliste nicht aufgeführt ist? Nun, da wäre noch eine Sache. Sehr fortschrittlicher Entwurf. Offiziell noch gar nicht erhältlich. Das liegt daran, dass er auf Noveria noch in der Entwicklungsphase ist. Der Export ist illegal. Hallo Hermia. Parasini, das war eine Falle. Aber hier ist nicht Noveria. Sie haben nicht das Recht, mich zu verhaften. Mir ist egal, ob Sie einsitzen oder nicht. Ich habe genug Beweise, um Ihren Laden mit Bußgeldern endgültig zu zerschlagen. So, was ist mit dem Plan? Sind Sie überhaupt ermächtigt, den Plan zu beschlagnahmen, den Sie verkaufen will? Nicht nötig. Hermia stand unter Verdacht. Und wir haben ihr fehlerhaftes Material geliefert. Das Ding würde lediglich direkt unter Ihrer Nase explodieren. Ich muss weg. Ich muss mit meinem Anwalt sprechen. Ach. Machen Sie schnell, Hermia. Wenn die Zahlungsbefehle reinflattern, können Sie ihn sich nicht mehr leisten. Ach, das hat gut getan.
Ich muss ein bisschen Papierkram erledigen. Kommen Sie doch an meinen Tisch, wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben. Wieso reden die immer alle so... so erotisierend, sag ich mal. Können die nicht normal reden? Was gibt's ja eigentlich in dem Shop? Ich brauche minimale Hitzeentwicklung und Geschwindigkeit. Credits erforderlich, 75.000, was? Meine Leistungsanforderungen sind extrem hoch. Medigel-Kapazität, okay, 25.000 Credits. Wir haben 290, was ist das Umgehungsmodul? Verdoppelt das Zeitlimit für einen Umgehungsversuch. Das ist ganz nützlich, da können wir länger hacken. Ja, kaufen. Ach, das Medigel kaufen wir auch mal. Her damit. Biotischer Schaden. Gruppenbonus. Ja, es kostet zu viel. Ach, egal. Heute hauen wir wirklich eine Menge Schotter auf den Kopf. Ach, Medigel-Kapazität. 4 von 5. Umgehungsmodul. Ich speichere mal wieder fix. Ist notwendig. Hier, was gibt's denn jetzt? Maria wird in Kürze eine sehr arme Frau sein. Danke für die Hilfe, Shepard. Asari fertig zu machen ist klasse. Erst so alterslos und überlegen, aber wenn man sie am Haken hat, kreischen sie wie Schulmädchen. Sie machen das wohl gerne, hä? Es muss schön sein, eine Arbeit zu haben, die einem wirklich Spaß macht. Ich wollte Bulle werden. Oder zur C-Sicherheit. Aber meine Familie musste Rechnungen bezahlen. Ich brauchte einfach ein Gehalt, wie es nur ein großes Unternehmen bezahlt. Außerdem sieht man in diesem Job keine Sachen, die einen um den Schlaf bringen. Wirtschaftskriminalität ist nett und sauber. Mann, dieses Mal musste ich wenigstens keine hohen Absätze und kein Kleid tragen. So, ja, okay, keine hohen... Giannas Vergangenheit. Wie sind Sie eigentlich auf Noveria gelandet? Stipendiatenprogramm und konkurrenzorientiertes Praktikum. In den Wissenschaftsfächern war ich immer nur Durchschnitt. Aber im Ergründen von Geheimnissen war ich immer spitze. Wenn man in Armut aufwächst, aber von reichen Kindern umgeben ist, lernt man sich zu verstellen. Für die Arbeit undercover ist das sehr hilfreich. Okay, und Giannas Pläne? Was haben Sie jetzt vor? Recherche. Wir hatten in letzter Zeit ein paar Hackerangriffe. Und ich will sicherstellen, dass sie extern waren. Viele interessieren sich plötzlich für dunkle Energie. Meine Bosse wollen wissen, ob man sich deshalb Sorgen machen muss. Damit werde ich die Zeit bis zu meinem nächsten Undercover-Einsatz überbrücken. Okay, und Ihre Undercover-Arbeit? Es muss hart sein, so oft Undercover-Einsätze zu haben. Halb so schlimm. Man lernt neue Orte kennen, ist ständig jemand anders. Komisch ist es bloß, wenn man nach Hause kommt, mit jemandem reden will und nicht mehr weiß, wie man reagieren soll. Als wäre es eine weitere Tarnidentität. Verstehen Sie? Aber es macht Ihnen Spaß. Tief im Inneren macht es Ihnen Spaß, anderen etwas vorzumachen. Deshalb sind Sie auch so gut darin. Das stimmt wohl. Ich bin als armes Arbeiterkind aufgewachsen. Jetzt bewege ich mich unter den Reichen und Mächtigen, mache Notizen und beschaffe Beweise. Und keiner von denen sieht mich kommen. Ja, mit Ihren großen Augen sehen Sie aber andere kommen. Es war schön, Sie zu sehen. Es war mir ein Vergnügen, Giana. Mir auch, Shepard. Man sieht sich. Vielleicht. Hey, komm mir bloß nicht so nahe. Dass Miranda sieht. Ach, die haben wir dabei. Verdammt. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Okay. Plus 40 Erfahrung, plus 4 Vorbild. Miranda, bist du böse? Nee, ne? Überhaupt nicht. So, wo geht's denn jetzt hier? Haben Sie nichts Schickeres? Ach, nicht schon wieder diese scheiß Maulwürfe, wenn ich die schon höre. Der Raum gehört mir. Die Ausbreitung der Menschen hat erneut einen Rückschlag. Denn ihre Kolonie auf Horizon wurde angegriffen. Wo ist denn jetzt hier Liara Tassoni? In ihrem Büro bestimmt. Wow, die Tür war modern. Ja, es geht ja bloß hier lang. Ach du Scheiße, was haben wir denn hier? Ein Club schon wieder. Junggesellenabschied, ach was. Lauschen wir mal. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier sind. Salarianer heiraten nicht. Meine Familie hat lediglich einen Fortpflanzungsvertrag ausgehandelt. Wie auch immer. Näher kommt die Jungs nie an eine Hochzeit ran. Und deswegen kriegen sie einen Junggesellenabschied. Ende der Diskussion. Aha. Ich verstehe das nicht. Ja, okay. Menschen feiern Eheverträge, indem sie sich der Versuchung...